Sonst klatscht es welche. Dann wirst du gespinkt. Im Klappsporten. Denn dann ist hin, ein Klappsporten ist kein Sport. So, zack. Hier oben müsste man überlegen, ob man hier auch Lehmwände dann reinzieht oder ob man hier oben die schrägen, also die Dachsparren her, Sparren, sag ich schon, die Außenwände, die Giebel, müsste es jetzt, glaube ich, gewesen sein. Mache ich es so oder mache ich es anders? Nein! Oder mache ich es so? Und dann... Ja, so. So werde ich es wohl machen. Aua! Ja. Nein! Wie ihr merkt, brauche ich wirklich noch sehr viel Erde. Und noch viel, viel mehr. Deswegen mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ah. So, Chuck der. So, der. Auf jeden Fall ist es sehr sinnvoll, dass unser Turm jetzt da steht, beziehungsweise eigentlich ist es sogar ganz gut, dass die Zinne hier außen auf der Seite ist, denn hier wäre sie jetzt doch eher vergeudete Liebesmüh. Aber es ist halt, wie gesagt, das ist so ein alt, ganz alter Bau, der über ist. Und hier geht es dann halt in das etwas modernere Haus über. Ups, den brauchte ich nicht. Zack. So. So, oh Gott, wir müssen immer noch höher. Ich möchte es aber komplett spitz haben. Hier oben passt der echt ein immens hoher Raum rein. Und da ich das eigentlich offen lassen will von innen... Oh, gut, das wird natürlich schön. Hoffe ich zumindest. Ja. Aber gleich haben wir es geschafft. Das müsst ihr jetzt... Ja, da scheint es richtig zu sein. Zack. Bloß nicht runterfallen hier. So, oder Moment. Ja, da kann man sich ja immer noch was überlegen. Auf jeden Fall haben wir eine Dachseite jetzt schon mal ansatzweise gebaut. Oh Mann, ich glaube... Wie viele Felder mögen das wohl sein, wenn ich da runterknalle? Zu viel für mein armes Herz höchstwahrscheinlich. So, du brauchst ihn, den brauchen wir. Wertvolle Erde. Aua. So wertvoll, dass ich jetzt hier drinnen erstmal den Boden rausreiße. Ja, mit dieser Erde werde ich dann da oben versuchen, die zweite Seite auch noch fertig zu machen. Ups. Wenn die zweite Seite auch erledigt ist, dann fange ich schon mal an,
ein bisschen davon zuzubauen. Ich glaube, das reicht dann auch sogar fast schon erstmal wieder an Erde. Ja. Und jetzt wisst ihr ja, was das ungefähr werden könnte. Vielleicht, oder zumindest ihr ahnt es. Ich bin gespannt, wie das dann wirkt. Beziehungsweise ich weiß es ja ungefähr. Das größte Problem ist nur, dass das Dach relativ lange braucht, um... Ja, genau. Runterspringen. Super Idee. Superman. Also, dass es relativ lange braucht, um zuzuwachsen, weil halt das Getreide hier keinen Wachstumsschub durch, ja, halt Wasser bekommt. Denn Wasser im Dach möchte man dann doch nicht unbedingt haben. Zack. Ab. So. Oh. An die Shift-Taste drin festkrillen, ja, kein Fehler war. Ich will hier nicht sterben beim Dachbauen. Das wäre, glaube ich, der uncoolste Tod, den ich in diesem Modus und in diesem Let's Play erleiden könnte. Wahrscheinlich kommt das so. Ich bin dann hier hinten, hab's Dach komplett durchgezogen, will diesen letzten Eckstein drauf setzen, falle runter und knack, brech mir das Genick. Da wärst du aber richtig gut doof. Also ich werde es vermeiden, so gut es geht. Wenn es geschieht, geschieht's halt. Ich arbeite hier halt ohne doppelten Boden, ohne Sicherung, nur mit einer Sicherheitskopie. Was einfach einen ganz simplen Grund hat. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Es soll aber halt ein selbstverschuldeter oder spielverschuldeter Tod sein. Aber nicht, dass jetzt zum Beispiel Minecraft auf einmal abstürzt oder irgendwo ein Bug sich auftut und ich mir irgendwie, was weiß ich, bei Runtergehen von zwei Blöcken das Genick breche, tot bin. Aus diesem Grund habe ich halt ein Sicherheitsbackup mir angelegt, was ich dann auch definitiv verwenden werde. Aber das wird dann auch gesagt, also da bin ich dann so offen und sage auch hier, Jungs, das war ein Bug. Da hat mich weder das reguläre Spiel noch ich selbst erledigt. Da setze ich jetzt halt ab. Wie heißt da gemacht? So. Ach ja, da habe ich ja zwei, glaube ich, raus, ne? Ja. Zack. Den letzten Stein vorhersetzen ist auch gut, dann kann man da schon mal nicht runterfallen. So. Zack. Nun, wie gesagt, wo ich gerade war, wo auch immer. Ach ja, mit dem Sicherheitsbackup. Diese Sicherheit möchte ich mir doch gönnen, weil sonst wäre es ja nur noch frustvoller, weil es wirklich durch so einen Bug oder irgendwas... Oder ein Absturz oder was auch immer. Ich unverschuldet zu mein Ableben hier finde. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Licht drin. So, jetzt hauen wir uns schnell noch mal ins Bett. Hier inzwischen lässt sich vielleicht sogar rasen. Da muss ich mal gucken. Trotzdem das Schwert in der Hand. Ich habe ja schon das Übelste in meinen Bauten erlebt. Ja, wenn man in einem kleinen Bau, der ungefähr hier die Wand gezogen, so groß ist, mit Katze komplett ausgeleuchtet mit vier Fackeln, also schon leicht paranoid und nur zwei hoch, dann Decke. Oh, da brannte was. Ein brennender Nachbar. Man aus so einem Bau rausgeht in den kleinen Schuppen, der dieselbe Größe hat, ungefähr vier Blöcke entfernt davon steht, reingeht, Werkzeug holt, kommt raus und in dem Moment tritt aus dem Nachbargebäude, wo man bis eben geschlafen hat, wie gesagt, trotz Fackeln, Katze und dieser kleinen Beengtheit, ein Creeper raus. Ja. Dann hat man wirklich alles gesehen. Und das Schlimmste war, es war auch im Modus Hardcore. Man steht da, dann guckt den Creeper... Seht ihr? Genau sowas meinte ich. Wer jetzt hier irgendwo durch einen Glitch in der Wand hängen würde und würde sterben, es wäre so uncool. Ach, mal zwischenzeitlich. Ach nee, ich glaube, so speichert er ja gar nicht mehr. Oder macht er das jetzt hier rüber?
Nö, müsste ich jetzt erstmal wieder gucken. Wie auch immer, sagt ich Jacke wie Hose. Jedenfalls ist das dann sehr Also. Und ich habe da wirklich dann erst so einen Moment perplex gestanden und habe mich nicht gerührt, so nach dem Motto, nee, das ist jetzt ja wohl nicht wahr, wo kommst du denn her? Bis ich mich dann wieder gefangen und panisch gefangen habe und wieder panisch weggerannt bin. Na, du musst auch noch weg, ne? Du auch. Was machen wir da? Oder ziehen wir da eine Cobblestone-Wand hin? Nein, ich glaube, ich habe eine Idee, was da für eine Wand hinkommt. Und ich brauche schon wieder so viel Erde. Ach, mein Oh. So. Ja, hopp. Hopp, hopp. Ich werde dann auch gleich in eine Aufnahmepause gehen, die ich mir, glaube ich, so langsam auch wohl verdient habe. Schaffe ich das ohne zu ab? Oh ja, ich glaube, das große Problem, ich springe hier oben ja noch rum, aber die ersten paar Sachen könnte ich dann doch schon mal ansehen. Gleich ist ja auch die Erde alle. Dann müsste ich unten wieder den noch grünen Boden rausreißen. Ja, genau, genau. Auf dem Adblock gehen, auf den du stehst, über einen kleinen Abgrund. Der würde mich zwar höchstwahrscheinlich nicht töten, aber genau dort sollte man dann diesen besagten Erdklumpen abbauen. Also ihr seht, ich werde es früher oder später mit großer Sicherheit schaffen, mich selbst umzubringen in diesem Spielchen. Hier oben werde ich ja eigentlich nicht mehr drauf rumspringen. Ja, okay, das ist jetzt natürlich der Nachteil, weil hier kein Wasser ist. Es passiert nun mal, dass dann A, das Getreide braucht sehr lang und B, beim Anbau kann das halt noch vorkommen. Das ist hier, wie ihr gerade gesehen habt, wieder zu trockener Erde wird. Da auch wieder geschehen. So. Ich werde jetzt nicht hier rüber hüpfen. Großartig. Wenn ich da hoch will, gehe ich über den First rüber. Das ist, glaube ich, das sicherere. Zack, zack. Zack. Ey. Böse. Hopp. Hopp. Zack, zack. Zack, zack. Ah, mach mal so. Klopfen jetzt noch die restliche Erde hier dran. Von unten wird dann alles mit Holzslabs oder eben wahrscheinlich ja mit Stüfchen abgedeckt. Oh, wir haben noch zwei. Mann. Na, dann setze ich natürlich gleich falsch. Na, komm, hopp. Damit man jetzt die Erde dann nicht von unten sieht. Aber ja, so in der Richtung wird es dann irgendwann mal aussehen. Habe ich da. Ich glaube, das mache ich erst von der anderen Seite, da ich ja schon begonnen. Upp.